was hast du über meine liebe Mutti gesagt? Wie bitte? Ich sagte, was hast du über meine liebe Mutti gesagt? Wenn sie so abstoßend ist wie du, habe ich keinen Grund, über sie zu sprechen. Geh, bevor ich dich auf deinen Platz verweise. Dich auf meinen Platz verweisen? Das will ich sehen. Ich schlag dir die Fresse ein, alter Mann. Spartan Husky. Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance. Und wir machen hier mal ein bisschen weiter mit der Hauptmission. Und wir sind hier natürlich in Rattai, weil wir mit jemandem sprechen wollen, der gerade vor uns flieht, oder was? Tu mir den Gefallen und sei bitte nicht da oben. Ach nee. Er muss natürlich da oben sein. Da, oh, da kommt er. Oder? Das ist er doch, oder? Herr Hanusch. Ja. Oh, nee, Ratzig. Gott segne dich. Was betrübt dich? Die Gefahren auf der Straße. Massive Untersuchungen des Massakers in Neuhof anbelangt. Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Priebe Slavitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden. Einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Ja. Ja, machen wir, ne? Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Rattai. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Lebe wohl. Ja, dann lassen wir uns auch mal was einfallen. Oh. So. Dazu reiten wir in die Gegend vom Kloster natürlich zurück. So, Pferd. Questgeber, jo. Genau dahin. Schade, dass er kein Zielsetzungspunkt ist. Ich hoffe, ich komme da an, bevor es mitten in der Nacht ist. Weil ansonsten muss ich die Zeit halt einmal vorspulen. Hier auf dieser Strecke, die jetzt hier ist, wo wir jetzt gerade langreiten, dort kommt fast immer irgendwas. Fast immer. Also beim Hinreiten kam mir ein Überfall. Dann kann es immer gut sein, dass auf dem Rückweg natürlich jetzt nichts passiert, aber trotzdem.
Es ist wirklich fast immer was dort los. So. Lad ein bisschen schneller, bitte. Danke. Ja. Dann gehen wir mal da hinten hin. Ja, geil. Da war ein Gebüsch im Weg. Oh, die Kühe sind aus der Luft dahin geflogen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was, wer bist du denn? Bürger. Freskenmaler. Du solltest lieber mal ein anständiges Bad nehmen. Du stinkst wie ein Dachs. Bist du Karl? Karl? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Möge Gott über dich wachen. Wir, wie üblich. Wer bist du? Du bist der Wirt. Was haben wir denn hier? Zu harter Arbeit verpflichten. Ach, hier ist Karl. Weil das der einzige Ort auf Erden ist, an dem du dich nie wieder... Guten Tag. Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubte er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Können wir unter vier Augen sprechen? Es gibt da etwas wegen des Klosters. Im Ernst? Ich würde gern mit dir darüber sprechen. Aber solange Manfred mir im Nacken sitzt, haben wir keine Ruhe. Werde ihn für mich los. Bitte. Lebe wohl. Ja, das geht jetzt auf verschiedene Arten und Weisen. Also man kann ihn jetzt zu einem Würfelspiel herausfordern. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Ich suche schon eine Weile nach euch beiden. Der Vater des jungen Herrn schickt mich mit einer Nachricht, die nur für ihn bestimmt ist. Ich soll dich also beim Wort nehmen, ja? Aber wo ist dein Wappen? Du hast keines. Und wenn du ein Bote wärst, würdest du nicht im Wirtshaus herumlungern. Geh mir aus den Augen, du Schwindler. Würdest du uns kurz unter vier Augen sprechen lassen? Ich kann nicht. Ein unachtsamer Moment und er ist über alle Berge. Ich muss ihn im Auge behalten. Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft, und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier, aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, rockt sich der Tunich gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? So, ja, ich weiß, wie das Spiel geht. Ich möchte an und für sich aber eigentlich gar nicht spielen. Zack. So. Oh, was ist denn das hier für ein Grafikbug gewesen? So, das war ja eigentlich nur, um ein bisschen Redekunst zu bekommen. So, wir machen das, was nämlich jeder machen kann. Willst du, dass ich dir die Birne einhau?
Und das ist die richtige Antwort. Siehst du den alten Knacker am Tisch mit dem jungen Herrn? Er hat etwas Scheußliches über deine Mutter gesagt. Ich glaube, er hat das Wort Dirne gebraucht. Was? Das lasse ich mir nicht bieten. Alter, was hast du über meine liebe Mutti gesagt? Wie bitte? Ich sagte, was hast du über meine liebe Mutti gesagt? Wenn sie so abstoßend ist wie du, habe ich keinen Grund, über sie zu sprechen. Geh, bevor ich dich auf deinen Platz verweise. Dich auf meinen Platz verweisen? Das will ich sehen. Ich schlag dir die Fresse ein, alter Mann. Bin gleich damit zurück. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür steckten sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Na komm schon! Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut, es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster... Das wäre alles. Sicher. Lebe wohl. Ja, wie praktisch, ne? Das Gespräch hat genauso lange gedauert, wie die sich geprügelt haben. Willst du dich nochmal prügeln mit dem? So... Dann müssen wir aber was machen. Den Bogen können wir behalten. Gepolsterte Beinlinge können wir alles behalten. Das müssen wir ablegen, das müssen wir ablegen, das müssen wir ablegen. Ab. Ring kann bleiben. Wert brauchen wir auch nicht. Das Kettenhemd ablegen. Das da und das da ablegen. So. Jetzt dürfen wir nämlich wieder dunkel genug sein. Was haben wir hier? Vitalität, Redekunst. Sichtbarkeit 26 nur. So, perfekt. Und das mitten am Tag. Ja, wartet mal ab. Zack, 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 zack. Das ist übrigens ein affengeiler
Skill, dass man, wenn man still stehen bleibt, keine, kein Essen und Energie verliert. Das kann ich einfach nur empfehlen, weil es bringt sehr viel. So. Jetzt ist die Frage, ist Schloss knacken schwer? Willst du mich verarschen? Das ist meins. So, sind die beiden da drin? Jo. Schreiben des Klosters neben mir und Manfreds Geldbeutel. Das war's auch schon. So. Ja, warte. Jetzt müssen wir... Zack. Das dürfte reichen. Da dürften alle wach sein. An dem Geld hängen wir nicht, weil... wir haben ja unser Dörflein. Und das Dörflein, das... ach, das bringt uns so viel Geld, also... Auf Geld können wir im Grunde jetzt fast schon scheißen. Das kann ich euch nur empfehlen, das Dorf auszubauen. Weil ihr, wie gesagt, dann echt wenig Probleme bekommt. Bla. Okay. Wo ist er denn? Also der Raubbold ist noch hier. Seid ihr beiden immer noch am Schlafen oder was? Oh Mann, ey Leute. Wie kann man denn nur so lange pennen? Dann machen wir halt noch ein bisschen weiter. Ich will dir ja nur das Geld geben. Ich will dir ja nicht mal was Böses. Sind sie beide drinnen? Nee. Das kann jetzt nicht sein. Es kann jetzt nicht sein, dass die beiden immer noch am Pennen sind, ey. Meine Güte. So, da warte, das ist der Beschützer hier. Jetzt. Ach, da ist Manfred. Komm. Ich hab deine Sachen. Wunderbar. Gib mir den Beutel. Mit dem Schreiben kannst du machen, was du willst. Bitte sehr. Viel Glück. Was auch immer du mit diesen Mönchen vorhast. Mach dich lieber auf den Weg, bevor Manfred merkt, dass er bestohlen wurde. Und was wirst du nun tun? Meine Sachen packen und verschwinden. Wenn der Alte merkt, dass ich weg bin, möchte ich über alle Berge sein. Möge Gott über dich wachen. Ja, dann... Viel Spaß mit deiner Freiheit. Und wir begeben uns... ups. Springen brauchen wir nicht. Wir können doch einfach so aufs Pferd aufsteigen. Hallo, Kühe. So, ja. Doppelt drauf drücken. Dann können wir hier nach vorne brechen. So... Bist du unser... Ja, du bist unser Pförtner. Hallo. Ich frag einfach mal so forsch. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf.
Er gab mir das Schreiben und verließ mich am Tor. Du solltest das gewohnt sein. Immerhin bin ich nicht der erste Novize, oder? Nicht besonders umsichtig von ihm, nicht wahr? In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Ein Novize kommt nach dem anderen. Der letzte hatte nicht einmal ein Schreiben. Und man könnte glauben, seine Kehrseite stünde in Flammen. So oft blickte er über die Schulter. Kam dir das nicht verdächtig vor? Er wurde ohne Schreiben aufgenommen? Ich vermute, er wollte sich vor jemandem verstecken. Aber er ist Pfarrer und weiß, wie die Dinge im Kloster laufen. Also sprach nichts dagegen, ihn aufzunehmen. Zumindest vorläufig. Bei dir ist das allerdings etwas anderes. Kannst du lesen? Natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Gott behüte dich. Gut. Ja, okay, warte mal. Aber das machen wir nochmal anders. Also nochmal zurückreiten, weil da ist sowieso gerade eine Kiste. Ich trau der Kiste von denen da nicht. So. Fast zu weit geritten. Was ist bloß in dich gefahren? So. Mein Inventar. Boris Schlüssel. Bruchstücke eines Schwerts. Dietrich. So, das sind was brauchen wir noch? Speck können wir da behalten. Das können wir auch da behalten. Zack. Ich glaube, Verbände wären jetzt nicht so das Problem. So, jetzt haben wir das alles abgelegt. Ach hey, ich hoffe, ich finde nachher meine Waffen und etc. Wieder, die ich da jetzt alle gerade abgegeben habe. Jetzt sind wir einmal entledigt. Leichte Rüstung, ja. Noch leichter geht von meiner Rüstung wirklich nicht, das stimmt. Zack. Eigenartig, so ganz ohne Habe zu sein. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen? Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens.
Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, obedientia, opprobria. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Sing. Suscipe me, Domine, secundum. Eloquium tuum vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor. Und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Willkommen. 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 Willkommen, Bruder, ja. Oh, Errungenschaft, Mönch freigeschaltet. Ist ja auch schön. Das war Pfad der Erleuchtung. Ah, das ist nett. Willkommen, Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Gut. Hier schließt natürlich jetzt die nächste Quest direkt an. Wir müssen gerade das Gespräch wenigstens durchgehen. Spüre Pius auf, spüre Pius auf. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Ich wurde bestraft. Wenn es nach mir ginge, würde ich meine Tage oder besser Nächte im Wirtshaus mit Huren verbringen. Ich beneide dich nicht. Unglücklicherweise sitzt du nun dein Leben lang hier fest. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Ich bin Novize und hier, weil ich ein schlechter Händler wäre. Ich mag Bücher und möchte mich bilden, obwohl ich sagen muss, dass das Klosterleben bisher, sagen wir, ungewöhnlich war. Na dann los. Gut, aber bevor wir gehen, hier ist ein Brief des Priors, in dem deine täglichen Pflichten aufgelistet sind, die du von morgen an zu erledigen hast. Lies ihn spätestens am Abend, damit du weißt, wie die Dinge laufen. Wir können jetzt los.
Bleib dicht bei mir. Ich werde dir alles erklären. So, und hier speichern und beenden wir das Ganze. Und dann wünsche ich euch was. Bis dahin. Ciao.